Es war einmal vor langer, langer Zeit eine Gruppe des Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. und ein gewisser Jan Blume alias MFIK, er stellt sich gleich aber selber nochmal vor, die waren zusammen in einem Märchenland. Efteling. Moin Moin und herzlich willkommen bei Mein Fernseher ist kaputt. Ich bin heute mit dem FKF im Efteling, das ist bei Tilburg in der Ecke. Und nachher fahre ich noch zu Dolores, das ist so eine Meta-Maze, richtig cool. Wir schauen mal, was wir machen. Es hat noch nicht alles offen. Ein paar Achterbahnen sind zu, die Holzachterbahn zum Beispiel. Aber ich habe halt richtig Bock, mal Baron zu fahren, kenne ich noch nicht. Symbolica, den Trackless Dark Ride hier. Ich war vor gefühlt, glaube ich, 10 Jahren mit meiner Schwester damals mal hier. Und ja, wir schauen mal, was der Tag so bringt. Wird bestimmt ein mega, mega lustiger Tag heute. Und ja, mache auf jeden Fall ein paar Aufnahmen, zeige euch den Park ein bisschen. Aber auch nicht alles, weil es geht ja auch nicht, weil auch ein bisschen was zu hat, wie gesagt. Ja, genau. Ich hab Angst.
sind. Erdbeerhügel war das. Du denkst? Ich denke. Du kannst denken? Ja, manchmal. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Oh, wie steil ist das jetzt schon? Ein Vogelei, ei, ei. Oh mein Gott! Oh. Oh, das warm hier, ja. Kannibal Festival. Geil! Goldschauer, ey! Das ist Goldschauer! Alter! Mr. Snowman! Bring me to the... Mr. Sandman! Mamma mia! Ita, Itaka! Ihr wollt Geld und sogar Zeit sparen? Dann meldet euch bei Dustin von der Telis Finanz. Ich bin dort auch in der Finanzberatung und bin super zufrieden, hab schon Geld gespart und sogar Zeit. Schaut euch doch einfach den nächsten Clip hier an und überzeugt euch doch selber. Danach geht's weiter mit dem Hauptvideo. Mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Wir analysieren sämtliche Finanzdaten Ihres Haushalts, werten sie aus und erstellen Ihr ganz persönliches Finanzgutachten. Damit geben wir Ihnen konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Ausgaben senken und Ihre Einnahmen erhöhen, wie Sie sich vor finanziellen Risiken schützen und Ihre Wünsche und Ziele schneller erreichen. Unsere Beratung ist fair, transparent und ehrlich.
Wir richten uns nicht nach Geschäftszeiten, sondern nach Ihren Bedürfnissen. Wir betrachten Ihren Haushalt ganzheitlich, wie ein kleines Unternehmen. Darum nennen wir uns auch die Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Wir hören Ihnen zu und begleiten Sie, wenn Sie wollen, ein Leben lang. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Ja, also es ist fast für mich wie so ein Erstbesuch hier, weil ich kann mich gar nicht mehr so krass an alles irgendwie erinnern und mega, mega schöner Park. Gerade Dromflucht, ey, was für geile Räume und allein das mit den ganzen Welten im Dunkeln, wo die Welten her schweben, es sieht so gut aus. Und da gibt es dann noch die Helix mit dem, wo es dann so mega abgeht. Und gerade hier, Karneval Festival, habt ihr auch gesehen, ey. Haben wir coole Stimmung gemacht, war ein mega lustiger Ride. Wenn man den nicht so ganz ernst nimmt. Da ist auch so ein Vogel, der macht einen Kohlenschauer auf. Wir sagen auf den Erwachsenen natürlich, auf den Erwachsenen. Ja, auf was anderes. Auf etwas, auf jeden Fall auf ein Lebewesen auch. Mega, ich fand den Ride echt lustig. Ja, und jetzt stehen wir hier bei der Pagode, die kommt da gerade wieder runter. So. Ich habe einen Heiligenschein jetzt. Und oh. Vogelrock sind wir auch gefahren, auch coole Bahn, mega geil. Oh, bin mal gespannt, was alles noch so kommt. So. Doch. Hat doch auch Gott sei Dank. Ha. Hä? Wir machen jetzt Moritz essen Max und nicht Max essen Moritz.
Essen. Max. Bin gespannt. Habe ich noch nie gefahren, die Achterbahn. Max. Essen. Krass, cool. Dann machen wir Stimmung hier auf Videos. Gut. Hallo Leute, hier ist ein Stecker. Guckt mal. Ich stecke es jetzt gleich da rein. Oh, shit. Da bin ich wohl kurz eingeschlafen. Jan, kannst du mal eben kommen? Mach das hier mal weiter, bitte. Ich komm ja schon. Verzeihung, Leute. Da bin ich wohl gerade eingeschlafen. Der FKF e.V. und Jan alias MFIK, den habt ihr jetzt kennengelernt, haben schon einige Abenteuer im Märchenland erlebt und werden jetzt noch viel mehr Abenteuer erleben. Viel Spaß noch dabei und jetzt geht's auch wirklich weiter. Kannst du mir ein Stückchen Papier geben, bitte? Hab ich's gemacht? Hallo! Das ist dumm, hat sich nicht bedankt, dass die... Hat sich nicht bedankt? Hallo! Kannst du mir ein Stückchen Papier bringen? Papier hier! Hallo! Papier! Komm mal, Film! Ich hab Angst. Ach so, ja, mein Fotoapparat.
und so. Was eine geile Attraktion. Richtig gut. Trotzdem. Ey, das Finale fand ich jetzt geil. Ab dem, dem Flötentypen da gerade. Oder ne, davor schon. Der Raum war geil. Mit den ganzen Tänzern und so. Ach, da hinten. Platz A, Platz B, okay, jetzt habe ich auch verstanden. Deswegen hat er die. Cool. Ah, hier sind nochmal die Damen vom Grill. Geil, mit dem Rohr. Auch. Oh. Falsch. Keine nervige Kurve mehr. Chillig. Schnauze. Luftzeit. Cool Airtime. Das ist halt das Problem. Geil, aber trotzdem geil. Geil. Das war richtig gut. I like it. Kleine Stufe. Ja, wenn man das übersieht, ist das Kamera auch. Schön. Und hier auch ist eine Stufe. So, wir dürfen unsere Taschen aussuchen. Ja. Ja, ne? Ist ja kostenlos, ne, sogar. Ah, okay. Pay attention.
Er dient sich vollkommen zu konzentrieren. Wo geht's denn jetzt hier hin dann gleich? Ist denen der Kopf abgefallen, ja, ne? Willkommen! Ja, bitte! Salam alaikum! Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat? No, obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Traag treden, open nu. Aha. Net hier. Kom, snel! Voorzichtig! Nimm mal deinen Ball aus dem Mund, wenn du sprichst, ey. Sag mal, deinen Ball aus dem Mund, wenn du sprichst. Einmal hat er Englisch gesprochen. Geht's runter, oder? Was? Treppe da auf. Eine viereckige Wendeltreppe. Was machen wir denn jetzt gleich? Welche Tonne? Mario Musik oder? Musik. Ging ja dann jetzt doch relativ zügig, ey. Das hat gar nicht mal so lange gedauert, oder? Ja, mal gucken. Was dürfen? Und jetzt mit 7 in 1 oder was? Wollen wir stecken bleiben? Na süß. Ich auch. Ich geh rein. Die anderen fahren. Achso, komm, alles hast du schon vorne. Mir egal. Muss mal gleich drücken irgendwann, ne? Ja? Guck mal hier, Thomas, da bist du. Hallo, die Platte polieren. So. Ah, butterweiche Fahrt. Hey, der hat ja keine Schiene. Nein, Spaß. Kaputt. Kaputt hier. Kaputt, scheiße. Oh, ach so, und jetzt geht's da. Ach, guck mal, die überholen uns einfach. Ja, weil wir uns verfahren haben. Wir haben uns verfahren. Bye, bye. Das WLAN funktioniert hier nicht gerade. Nee. Deswegen findet er die Strecke nicht. Google hat sich verfahren. Ja. Er läuft ja über WLAN, glaube ich. Oh, das ist ein Glöckchen. Schnatsch, der goldene Schnatz. Ja. Hokus Pokus! Glanz! Oh, mir wird schlecht! Thank you.
Das ist ja Löwig. Kaputt. Ey, an die Krücken. Wat is er aan de hand? Tubbels? Oh jee, pardoes! Ik heb iets slims bedacht! We bundelen onze kracht! Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Waar gaat die toer dood? Heel goed! Blijf het lukken! Illumina Fantasia! Ja. Hier so ein Gewusel ist mit den Wagen und so. Das ist ein Trackless Dark Ride. Ja. Ja. Aha. Jetzt liegt Musik drauf. Das ist geil. Cool. Kaputt. Ja, so kaputt gemacht, wegfahren. Kaputt gemacht haben wir das. Schnell weg. So. Blöd. Mach auf da. Wird schlecht. Und jetzt
Ja, wir haben jetzt alles durch. Und jetzt sind wir tatsächlich im Märchenwald. Hier war ich auch noch nicht. Und jetzt gucken wir uns das indische Waterlilik an. Indisch. Du weißt, ne? So mal gucken, essen und trinken ist immer das Richtige. Wie das Ganze jetzt hier wird, was das überhaupt ist. Und ich habe keine Ahnung. Krass. Hast du gerade auch schon mal? Nee, gerade waren wir dazu, ne? Ich hab's auf Video gemacht. Geht nicht aus. Nice one. Fuck, ey. Fahr mit den FKF-T-Tassen, haben sie gesagt. Top. Ja, wir sind sozusagen durch mit dem Park. Also Efteling kann ich echt nur empfehlen. Wie gesagt, ich war vor 10 Jahren da. Heute war das eigentlich gefühlt wie ein Erstbesuch für mich. Und ja, mit dem FKF zusammen, ein paar Leuten, richtig geil auf jeden Fall.
Leute, kommt auf jeden Fall in den FKF. Wie gesagt, die fahren alle Porsche Panamera und so. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, kommt da rein. Kleiner Spaß. Jetzt gucken wir uns gleich noch Aquanura an. Wir haben gerade noch so ein paar Wiederholungsfahrten gemacht. Sind einmal Gondoletta gefahren. Das ist eine 20 Minuten Bootsfahrt auf dem See. War mega chillig und cool. Wir haben da Jurassic Park Musik gesungen. Und ja, ihr wisst, FKF ist halt mega cool. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Ganzen doch bitte ein Like und abonniert meinen Kanal und denkt an die Glocke. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.